Direktkandidat für Lörrach. Was hat mich zur AfD getrieben? Meine Damen und Herren, als Vater von 2 Kindern und mittlerweile 4 Enkelkindern macht man sich ja Sorgen drum, welches Deutschland übergibt man der nächsten Generation. Und wir sind in einem Deutschland, ich bin in einem Deutschland groß geworden, das ein Rechtsstaat war, was frei war, ich bin frei aufgewachsen, konnte frei meine Meinung sagen. Ich konnte mich auf die staatlichen Institutionen verlassen, das heißt, dass Regierung kein Recht bricht. So bin ich aufgewachsen. Und in der Zeit vor 2013 gab es einige Sachen, die mir doch schwer zu denken gegeben haben über den Rechtsstaat Deutschland. Es war der Bruch der Maastricht-Verträge. Es war dieser moderne Pranger, mit dem plötzlich Steuerhinterzieher in der Öffentlichkeit losgestellt worden sind. Denken Sie an den Herrn Zumwinkel, den ehemaligen Postchef, wo die Medien die Informationen bekamen, von der Politik müssen in die gekommen sein. Und er vor laufender Kamera in Handschellen aus seinem Haus abgeführt worden ist, also der moderne Pranger. Damals fing das schon an. Das war die Botschaft, wir werden die Steuerhinterzieher gnadenlos verfolgen. Das war die Botschaft, die damals damit rübergebracht worden ist. Wir hatten den Ankauf von Steuer-CDs. Glauben Sie mir, ich habe nichts dagegen, dass der Staat Steuerhinterzieher verfolgt. Mir wird die Steuer vom Lohn und Gehalt einfach abgezogen. Ich habe da die Möglichkeit gar nicht dazu. Aber wenn ich Diebesgut ankaufe, meine Damen und Herren, dann mache ich mich der Hehlerei schuldig. Ja. Das heißt, der Staat hat sich der Hehlerei schuldig gemacht. Er hat ohne Rechtsgrundlage geklaute Daten gekauft. Man hätte eben zuerst die Rechtsgrundlage schaffen müssen. Es sind noch andere Sachen. Ich kann mich noch erinnern, wie Wolfgang Thierse, SPD, damals Bundestagsvizepräsident, für sein bürgerliches Engagement, natürlich gegen eine NPD-Demonstration, gegen rechts, an einer Straßenblockade teilgenommen hat. Und dann musste er von unserer Polizei weggetragen werden und am nächsten Tag heißt es nicht, Thierse bricht das Gesetz oder begeht eine Straftat, sondern wird gefeiert für bürgerliches Engagement. Die Polizei muss ihn wegtragen. Ja, was sind das für Botschaften? Das war alles 2013. Und in der Folge haben sich diese Rechtsbrüche ja vermehrt. Denken Sie an die Euro-Rettung und so weiter. Also das ist alles schon in der Zeit vor 2013 passiert. Das ist der Grund, warum ich mich in der AfD damals engagiert habe. Und das war auch der Grund, ich möchte, dass meine Kinder, meine Enkelkinder in einem freien, in einem demokratischen Rechtsstaat aufwachsen können, in dem der Staat nicht zum Rechtsbrecher wird. Ja, danke. Danke, lieber Wolfgang. Vera, was hat dich zur AfD geführt? Ja, guten Tag nochmal zusammen. Also, ich lebe seit fast 20 Jahren in Deutschland, also 98 bin ich mit meiner Familie damals 15-jährig nach Deutschland gekommen. Und so retrospektiv betrachtet, in meinen Augen hat sich das Land extrem verändert. Ja, und das ist gerade mal 20 Jahre her. Und für mich habe ich die AfD damals so politisch entdeckt als eine europakritische Partei. Das ist sie für mich gewesen im ersten Schritt. Sie hat vieles sehr schlüssig und rational dargestellt und auch nach außen präsentiert, so dass ich damals bei der Europawahl diese Partei für mich auch als eine Möglichkeit für meine Stimmabgabe vordergründig gesehen. Und zum zweiten Mal ist die AfD für mich dann irgendwann mal präsent geworden, als ich dann diesen eklatanten Kontrollverlust unseres Staates in der Migrationskrise 2015 wahrgenommen habe. Also das waren so die zwei entscheidenden Punkte für mich persönlich. Ich bin 2015 Mutter geworden und im Zusammenhang subsumiert betrachtet, habe ich mich einfach gefragt, wo entwickeln wir uns eigentlich hin? Ja, was bedeutet das jetzt für mein Kind, in diesem Land zu leben, groß zu werden und letztendlich auch irgendwann mal seine Kinder zu bekommen, meine Enkelkinder zu bekommen? Und irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, jetzt möchte ich mich politisch engagieren, weil einfach extrem vieles in einer eklatante Schieflage geraten ist. Ja. Und egal, wo ich hinschaue, ob Bildungssystem, ob die sozialen Systeme, Gesundheit, Altersvorsorge, Renten,
die ganzen Trends zeigen eher tendenziell nach unten. Und das macht mir extrem große Sorgen. Ich habe bereits eine Auswanderung hinter mir und ich möchte das meinen Kindern ersparen. Vielen, vielen Dank. Ja, danke. Danke, liebe Vera. Auf die einzelnen Motive kommen wir noch. Lieber Alexander, was waren deine Beweggründe? Das, bei mir war das ein bisschen spezifischer. Ich habe bis ungefähr 2001 bei einem überwiegend linken Projekt gearbeitet in Freiburg. Das war Radio Dreieckler, vielleicht kennt jemand, vielleicht Wolfgang Fuhl. Und ich habe die Entwicklungen in Deutschland, also aus dem Inneren des Orkans sozusagen, beobachtet damals. Also insbesondere hat mich sehr betrübt, wie bei Attentat in New York 2001 die linke Szene darauf reagiert hat, zum Beispiel mit unverhohlenen so Freude. Und die haben zum Beispiel miteinander gesagt, ich lasse mich nicht verordnen, bei wem ich mich trauern soll und so weiter. Solche Sprüche waren damals auf Tagesordnung. Also ich habe auch beobachtet, wie die Versammlungen von CDU gesprengt wurden damals, ja, so wie heute die Versammlungen von AfD gesprengt wurden. Also CDU ist jetzt natürlich sehr froh, dass sie nicht mehr im Fokus stehen. Aber damals zum Beispiel bei einer Veranstaltung mit dem schon verstorbenen Bruder von Schäuble, Thomas Schäuble, wurde einfach ja, Konfetti geschmissen oder Lieder gesungen. Das hat mich damals sehr abgestoßen. Also so ein Verhalten der linken Szene. Ja, und auch was Verschwendung der Mittel der Europäischen Union in diesem Bereich und im Bereich der Förderung der linken Szene betrifft, hat mich damals sehr verwundert. Also bei uns damals wurde ungefähr 1 Million Euro schon damals ausgegeben für Produzierung von einer CD oder DVD, die nachher niemand nachgefragt hat und so weiter. Und ich hatte mehrere Bekannte, die als Beamten in Europäische Union eingestiegen sind mit Gehalt, was heute ein Regierungsdirektor nicht mehr bekommt. Also das sind alles so Fehlentwicklungen mit Euro und Ruf des Matrix-Vertrags. Weiß, dass ich eine Partei gesucht hatte, die meinen Vorstellungen so entspricht. Und 2013, im Oktober, bin ich eingetreten in die AfD. Davor habe ich schon bei Bundestagswahl heute gewählt. Ja, danke schön. Jetzt haben wir von jedem mal die Gründe gehört. Das sind ja Gründe, die auch andere Mitglieder in die AfD geführt haben, also die Kritik am Euro, die Kritik an der Europäischen Union, am Zentralismus, am Bürokratismus, dann der Verlust an Rechtsstaatlichkeit, wenn über Gesetze sich hinweggesetzt wird, also wenn es um Ankauf von Steuer-CDs geht, aber auch von Maastricht-Vertrag, was die EU-Rettung angeht. Das sind alles Gründe, die wahrscheinlich jeder von Ihnen auch sagen würde, der sich in der AfD engagiert oder der die AfD wählt. Welche Rolle spielt dann, es kam vorhin mal kurz, kam es zum Vorschein, welche Gründe spielen dann aber die jetzt gerade 2015 mit der Grenzöffnung, mit der unbegrenzten Einwanderung, insbesondere aus dem islamischen Raum, welche Rolle spielt das für euch, für eure Entscheidung, euch weiterhin in der AfD zu engagieren? Denn
wie gesagt, hier kommt ja noch eine ganz besondere Gefahr auf jüdische Bürger zu, und das ist dann die zunehmende Judenfeindschaft. Spielt das bei euch eine wesentliche Rolle, oder ist das nur ein Punkt unter vielen? Ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, der Bruch von Recht und Gesetz. Unser Grundgesetz, Artikel 16 Absatz 2, ist sehr eindeutig. Jeder, der aus einem sicheren Drittstaat kommt, hat keinen Anspruch auf Asyl und hat auch keinen Anspruch auf ein Asylverfahren. Das heißt, es zieht sich das, was ich schon 2013, was meine Beweggründe waren, in die AfD mit einzutreten und in Lörrach mit aufzubauen, geht ja nahtlos weiter. Wir haben also einen millionenfachen Rechtsbruch des Grundgesetzes durch unsere Bundesregierung und auch durch den Bundestag. Schlussendlich ist das alles eine völlig verfehlte Politik. Wir müssen uns ja nichts vormachen. Auch Dublin III war natürlich ein unmöglicher Vertrag. Das muss man einfach so sagen. Es war ein sehr schlechter Vertrag. Für Deutschland war es ein guter Vertrag, umgeben von sicheren Drittländern. Das heißt, man lässt alle Flüchtlinge und alle Asylverfahren einfach an der Peripherie der Europäischen Union. Man lässt diese Länder einfach im Stich. Anstatt diese Möglichkeit aber zu nutzen und das als Faustpfand in Neuverhandlungen innerhalb der EU zu nehmen, macht Merkel genau das Falsche. Macht die Grenzen völlig auf, lässt Millionen von Menschen rein, unkontrolliert. Sie wissen ja gar nicht, was sie in den Rucksäcken mitgebracht haben, das möchte ich nur mal sagen, da kann ja alles drin gewesen sein, von Rauschgift über Waffen bis hin zu Bomben, denn es wurde ja nichts kontrolliert. Viele sind ja auf dem Weg von den Zügen zu den Erstaufnahmestellen in ein Taxi gesetzt worden und sind dort nie angekommen. Tausende sind nie angekommen, man weiß gar nicht, wo die verblieben sind. Also es geht so weiter, aber gehen wir zurück auf das Jahr 2013. Natürlich war das auch ein Grund, denn was hat die AfD 2013 bereits gefordert? Ein Zuwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild, nach Punktesystem, in dem wir bestimmen, wen wir nach Deutschland lassen, indem wir natürlich nur die nach Deutschland lassen, die wir auch brauchen. Ein ganz anderes Gebiet sind natürlich Bürgerkriegsflüchtlinge. Hier muss man helfen, hier kann man natürlich auch befreundeten Staaten oder den Nachbarstaaten von diesen Bürgerkriegsländern helfen, indem man temporär Bürgerkriegsflüchtlinge aufnimmt. Das haben wir auch 1990, 91 damals im Jugoslawienkrieg gemacht, aber die haben alle Deutschland wieder verlassen müssen, alle. Da wurde gnadenlos abgeschoben hinterher. Die haben alle Deutschland wieder verlassen müssen. Das ist eine temporäre Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen, und ist der Bürgerkrieg vorbei, müssen diese Menschen auch wieder zurückgehen. Das hat mit den Asylanspruch, mit Asylverfahren überhaupt nichts zu tun. Ich möchte noch einmal was dazu sagen, also zu dieser Gefahr. In der Zeit stand, gerade Alexander ist da interviewt worden, und da hieß es, dass viele Juden Angst haben vor der zunehmenden Islamisierung in Deutschland mit den damit verbundenen Faktoren. Also hat sich jetzt diese Gefahr, die 2013 schon, sagen wir mal, schon latent vorhanden war, hat sich das jetzt noch weiter verschärft? Alexander, was ist deine Meinung? Also ich bin damals eingetreten in eine Partei, die meistens mit europakritischen Themen sich beschäftigt hat zu der Lückezeiten. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ein Vorstandsmitglied bei uns in Stuttgart gesagt hat, er hätte sich in FDP in 20 Jahren nicht so viel mit Islam beschäftigt wie in der FD in 2 Monaten. Also ich hatte gehofft, dass die AfD sich mit den Islamisierungstendenzen in unserer Gesellschaft auseinandersetzt. Und das ist auch so gekommen, also im Laufe der Entwicklung der AfD. Und ich bin froh, dass dieses Thema hoch angesiedelt ist, weil diese Gefahr nicht von der Hand zu weisen ist. Man konnte schon am Beispiel Frankreichs
beobachten, wie die Entwicklung vorgeht, wenn die Zahl der Muslime in einem Land um 10%, so ungefähr, sich bewegt. Und wir hören schon seit mindestens 15 Jahren, dass in Deutschland 4 Millionen Muslime wohnen oder leben. Ich frage mich, ob diese Zahl irgendwie innerhalb von 15 bis 20 Jahren überhaupt nicht geändert hat. Also das kann ich gar nicht vorstellen. Eine politische Zahl. Das ist eine politische Zahl, bestimmte, und man kann jede Statistik fälschen, wie man möchte. Also wahrscheinlich sind es schon ungefähr 1,5 bis 2 Millionen Muslime eingebürgert worden. Ja, also ich meine auch, dass mich damals sehr betrübt hat ein Ereignis in Duisburg, wo eine Demonstration wahrscheinlich am Allgutstag oder ähnlichem durch die Stadt gegangen ist und mit schrecklichen, fürchterlichen Parolen. Und dann, als diese Demonstration an einem Haus gelaufen ist, wo ein Mensch eine israelische Flagge im Fenster hatte. Aus dieser Demonstration haben Teilnehmer versucht, Steine auf dieses Haus zu werfen und so weiter. Und dann ist die Polizei nicht eingeschritten gegen die Teilnehmer dieser Demonstration. Sie ist in dieses Haus gegangen und hat die Tür aufgebrochen und die Verlässlichkeit der Wohnung sozusagen. Alles hat sie verletzt. Ja. Nicht gegen die Teilnehmer, sondern gegen den einen Bewohner, der eine jüdische Flagge. Und so kann man das weiter beobachten, wo die Polizei zum Beispiel Megafone gibt bei solchen Demonstrationen, damit diese Parolen wie Juden ins Gas geschrien wird. Also das war ein prägendes Ereignis für mich. Und ich denke, dass diese Islamisierung unserer Gesellschaft muss bekämpft werden, weil Islam. Ja, Islam ist leider nicht eine reine Religion, wie man uns das suggeriert, versuchen die Medien und die etablierte Politik. Islam ist auch ein Rechtssystem, Islam ist auch eine Ideologie, die versucht, ihre Macht gewalttätig in die Welt auszubreiten. Das muss man sagen. Habt ihr persönlich schon negative Erfahrungen gemacht in dieser Hinsicht? Also wie fühlt ihr euch, wenn ihr euch in der Öffentlichkeit bewegt, in der jüdischen Gemeinde? Wie ist eure Erfahrung? Islam oder überhaupt Antisemitismus, Judenfeindschaft, hat das jetzt zugenommen? Gut, Alexander hat es ja schon gesagt, diese Anti-Israel-Demonstration mit Juden ins Gas rufen, die hatten wir in Lörrach auch und gab dann natürlich auch schwere Auseinandersetzungen auch in der Gruppe Abraham. Ich persönlich habe dann damals schon interreligiöser Kreis, Christen, Muslime und Juden. Ich persönlich habe dann daraufhin meine Konsequenzen gezogen und habe persönlich in diesem Kreis nicht mehr mitgearbeitet. Er sagt, ich setze mich mit Antisemiten nicht mehr an einen Tisch. Die Gemeinde selber ist drin geblieben, dann mit einem anderen Vertreter. Für mich war das Thema damit erledigt. Das sind also schon die Erfahrungen, die man natürlich auch selbst in Städten wie Lörrach macht. Persönlich kann ich aber auch von positiven Erfahrungen reden oder sprechen. Insbesondere bei manchen der Muslime mit türkischer Staatsangehörigkeit, nicht unbedingt Türken, sondern türkischer Staatsangehörigkeit, die mir also schon klipp und klar gesagt haben, du Wolfgang, ich habe da letztens einen gesehen, du, das sah aus wie ein Rabbiner. Ich sagte, ich habe genau aufgepasst, wenn den einer angemacht hätte, dann wäre ich auch dazwischen gegangen. Also so Sachen gibt es dann also auch. Ja, sehr, sehr, sehr schöne, positive Erfahrungen, die gibt es auch. Insgesamt ist es in Lörrach relativ trotz allem als Kleinstadt relativ ruhig. In meiner Berliner Zeit, ich habe von 80 bis 87 beruflich in Berlin gelebt, von der gleichen Firma aus, musste ich dorthin.
Da sind natürlich die Erfahrungen schon ganz andere gewesen, schon zu damaliger Zeit. Viele Muslime in Berlin, auch sehr gemischte. Ich habe zusammengearbeitet damals mit zu tun gehabt, mit Ägyptern, mit Iranern, mit Palästinensern, mit Iranern. Und da hat man aber auch schon die Spannungen innerhalb der Muslime gesehen, also je nach Glaubensrichtung. Und also schon damals, 80er Jahre, Bewaffnung, Messer war also schon das Mindeste, was man hatte. Und manche Gruppen konnten also überhaupt nicht miteinander arbeiten, zusammenarbeiten. Das war also schon damals sehr schwierig in Berlin, muss ich so sagen. Ansonsten noch ganz zum Thema Islamismus. Es gibt ja zwei sehr erschreckende Umfragen, einmal europaweit, einmal deutschlandweit, die gleiche Umfrage, mit eigentlich den identischen Ergebnissen. In Deutschland waren es 30%, europaweit 31%. 33% der Muslime stellen die Scharia über die jeweiligen Landesgesetze. Und, jetzt positive Verknüpfung, und sind bereit, für die Durchsetzung auch Gewalt zu akzeptieren. Und dann frage ich mich, wie will man diese Menschen hier integrieren? Es wird nicht möglich sein. Und wenn ich von geschätzt 6 Millionen Muslimen in Deutschland ausgehe, dann sind das 2 Millionen. Und da muss ich sagen, diese 2 Millionen sollen sich gefälligst ein anderes Land suchen. Sie haben sich mit Deutschland das falsche Land ausgesucht. Ja, und welche Erfahrungen habt ihr gemacht, gerade weil die AfD diese Themen auf den Punkt bringt und eben davor warnt vor diesen Entwicklungen? Das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern man hat es durchaus kommen sehen. Die AfD warnt davor, vor Islamismus, und trotzdem wird die AfD angefeindet, hart kritisiert. Und gerade auch von jüdischen, nennen wir es mal so, Verbandsfunktionären, vom Herrn Schuster, Vorsitzender des Zentralrats der Juden, oder auch von der ehemaligen Vorsitzenden von Knobloch, also von verschiedenen hohen Funktionären, gibt es harte Kritik. Habt ihr diese Kritik auch erfahren in euren Gemeinden? Wie ist man damit umgegangen? Oder gibt es da einen Unterschied zwischen der Basis und der Funktionärsschicht, sage ich mal? Wie ist eure Erfahrung da in der jüdischen Gemeinde? Also man muss zum einen sagen, was ich auch immer wieder mit Erschrecken feststelle, dass sehr, sehr viele Menschen draußen auf der Straße eigentlich so gut wie gar nicht aufgeklärt sind. Also sie sind sehr... sind sehr desinformiert, und die meisten Informationen, die sie mit sich tragen und auch weiterverbreiten, sind medialer Natur. Im Prinzip das, was sie aus unseren Zeitungen